Was ihr hier seht, ist unser neuester Zuwachs im Bereich Computermusik. Musik mit dem C64 oder mit dem Atari oder mit sonst einer Konsole, das kann ja jeder. Aber das Ding hier hat den Groove weg. Von Werk an. Naja, okay. Wie man die Platte so ein bisschen anschaut von der Seite, sieht man, was mit der passiert ist. Die hatte eine Begegnung mit einem Hammer. Und anschließend macht sie hammermäßige Geräusche. Na, komm her. Kleiner Bastard, gehst du rein, du dummer Stecker. Okay, wenn man ihn verkehrt rumhält, dann geht's auch nicht. Aber, wenn man es richtig rummacht... Das groovt. Das macht die eine ganze Weile. Ich würde mal sagen, bis die Noten zu Ende sind. Oder der Sample Loop abgearbeitet. Oh, schade, schon zu Ende. Na gut. Morgen zeigen wir euch, wie man das Ganze mit einem kompletten Raid-Volume mit 12 Platten macht, synchron.